Es ist immer super, eine Beimischung in Technologieunternehmen zu haben, aber eine Nvidia ist für mich momentan einfach nicht kaufbar da oben. Auch nicht für Jahrzehnte Investment. Warum? Weil einfach das Risiko einer Korrektur meines Erachtens nach deutlich größer ist, als dass wir halt jetzt nochmal 100% drauflegen in kürzester Zeit. Es gibt andere Unternehmen, die sind deutlich attraktiver momentan. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller. Und heute haben wir wieder eine ganz spezielle Folge, denn wir haben mal wieder einen Gast bei uns. Und zwar einen Gast mit ganz viel Fachexpertise. Das ist der liebe Alexandre Dietz, seines Zeichens Head of Trading vom UM Strategy Fund. Und ja, lieber Alex, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Wir müssen mal wieder darüber philosophieren. Was machen die Märkte? Was macht der Fonds? Performt er eigentlich gut oder nicht? Wie sieht es eigentlich aus? Und deswegen sage ich herzlich willkommen an dich und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ist klasse, mal wieder hier zu sein und über den Fonds sprechen zu können. Ich glaube, wir haben unheimlich viel zu erzählen. Es ist eine extrem spannende Zeit an der Börse, die letzten Monate und Jahre insgesamt. Und ich freue mich wirklich, einfach mal über die neuesten Entwicklungen und unsere Sichtweise berichten zu dürfen. Das ist sehr cool. Wir beide wissen das Thema natürlich. Der Fonds ist jetzt seit guten 2 Jahren, fast schon 2,5 Jahren am Markt. Und wir sind natürlich mit dem schönen Ansatz rausgegangen. 15% im Jahr machen wir, gar kein Problem. Ich mache das ja privat auch locker und noch viel, viel mehr. Dementsprechend lässt man sich natürlich an diesem Ergebnis messen. Jetzt können wir, glaube ich, beide heute relativ offen konstatieren, soweit sind wir noch nicht. Das hat aber sicherlich Gründe und das war auch für mich heute der Punkt zu sagen, hey, ich möchte den Alex mal mit dabei haben. Vielleicht spiele ich den Ball einfach mal so ein bisschen zu. Was ist dein Gefühl? Was ist dein Feeling? Wie zufrieden bist du auch? Und was sind vielleicht Dinge, die jeder Anleger auf jeden Fall auch wissen muss? Ja, das ist eine sehr, sehr faire Frage und natürlich bekommen wir die auch immer wieder gestellt. Es ist so, wir sind mit einer unheimlich hohen Ambition für einen Fonds an den Start gegangen und diese Renditeambition halte ich immer noch für realistisch erreichbar. Es ist gleichzeitig so, dass wir einfach auch sehen dürfen, dass die Märkte in den letzten Jahren, gerade seit Fondsauflage, extrem ungewöhnlich waren, dass bestehende Divergenzen, die über Jahrzehnte immer gestimmt haben, einfach eben ausnahmsweise mal eben nicht stimmten. Und ich glaube, darauf gehen wir dann auch gleich nochmal im Detail ein. Wir hatten auch extrem starke Einzelereignisse, die die Märkte und die Weltwirtschaft unheimlich beeinflusst haben. Kurz vor Fondsauflage war es das ganze Corona-Thema. Ja, Geld wurde gedruckt ohne Ende nach Fondsauflage und das haben wir tatsächlich an den Allzeithochs der US-amerikanischen Märkte ziemlich genau getroffen. Ging es mit der Russland-Ukraine-Krise los. Wir haben die Konflikte in Asien zwischen Taiwan und China erlebt. Wir haben politische Konflikte überall auf der Welt erlebt. Wir haben die stärksten Zinserhöhungen seit Jahrzehnten in einer unermesslichen Geschwindigkeit sehen dürfen. Und jetzt haben wir aktuell ein ganz besonderes Jahr, auch wieder die US-Präsidentschaftswahlen stehen an. Und auch diese Jahre sind immer sehr, sehr politisch geprägt und dadurch ist auch die Börse ein Stück weit politisch geprägt. Und das macht es sehr, sehr ungewöhnlich insgesamt, diese vielen Einzelereignisse, die dazu beigetragen haben, dass die Märkte sich ein Stück weit anders verhalten haben als sonst üblich. Nichtsdestotrotz, wenn man einen Schritt zurückgeht und das mal wirklich aus Investorensicht sieht, dann sind wir davon überzeugt, dass momentan auch unheimlich große Chancen im Markt bestehen. Diese Chancen dürfen natürlich auch in Relation zu den Risiken, die wir sehen, gestellt werden. Und insgesamt muss man einfach sagen, man muss dieses Thema halt langfristig sehen. Wir haben eine Renditeambition von 15% pro Jahr nach Kosten für den Anleger. An der halten wir auch fest. Gleichzeitig ist so ein Investment mal mindestens auf 7, 8, 9, 10 Jahre zu sehen und nicht innerhalb von einem Monat, innerhalb von 6 Monaten oder 2 Jahren auch nur getrennt zu sehen. Ich glaube, das ist die Kernaussage, die ich treffen möchte. Okay, ich würde vielleicht sogar noch einen Punkt ergänzen. Das Thema hast du noch gar nicht erwähnt. KI hat die Märkte ja auch ein bisschen wild werden lassen. Wenn wir gerade uns das mal angucken, vielleicht magst du da auch noch ein bisschen was zu sagen, weil letztendlich kann man ja sagen, durch KI gibt es ein paar wenige Unternehmen, die komplett durch die Decke geflogen sind. Wenn wir aber gerade mal so die Old Economy angucken, den Medizinbereich und die andere Themen, die sind dann wieder im Gegenteil komplett zurückgeblieben. Welche Auswirkungen haben solche Ereignisse auf so einen Fonds?
Ja, absolut. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Wir haben das schon im letzten Jahr gesehen. 2023 war insgesamt ein sehr positives Jahr für die Börse. Allerdings gerade am US-amerikanischen Markt wurde die Rendite der Indizes maßgeblich durch nur 7 Unternehmen getrieben. Das heißt, die ganz großen Technologieunternehmen, eine Apple mit 48% im letzten Jahr Rendite, hat am schlechtesten von diesen Unternehmen abgeschnitten. Am krassesten war eigentlich Nvidia mit 240% im Jahr 2023. Und das ist natürlich schon sehr, sehr extrem. Und diese ganz groß kapitalisierten Unternehmen, die treiben die Indizes hoch, weil die Indizes, insbesondere der S&P 500 und auch die Nasdaq, sind marktkapitalisiert gewichtet. Das heißt, diese Unternehmen, je stärker die werden, desto stärker beeinflussen sie den Index und desto stärker ziehen sie den hoch. Wenn man mal die gesamte Breite des Marktes sieht, 2023, dann war das ein gutes Jahr, aber auch nicht extremst erfolgreich, weil die Marktbreite der S&P 500 Equal Weight, also der gleichgewichtete S&P 500, hat in US-Dollar gerade mal in Anführungsstrichen 12% gemacht, in Euro gesehen sogar nicht mal 8%. Und da darf ich einfach auch nochmal erwähnen, wir haben in dem Fonds im letzten Jahr in der E-Tranche 26% Rendite erzielt. Und wie ist das geschehen? Weil wir eben Stillhaltergeschäfte mit einbeziehen können und weil wir da eine zusätzliche Rendite erwirtschaften, einen zusätzlichen Cashflow. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, KI, das Thema geht gerade wirklich nochmal deutlich durch die Decke oder ist in den letzten Monaten durch die Decke gegangen. Auch in 2024 hat sich diese Divergenz nochmal verstärkt, dass nicht alle großen Tech-Unternehmen, alle großen 7 ziehen. Apple zum Beispiel ist fast minus 10% auf das Jahr gesehen, sondern dass dann wirklich nur noch die Chip-Hersteller, die Nvidias, die SMCIs, die AMDs und so weiter extrem stark angezogen haben. Und man darf sich bewusst machen, bei jeder Phase der extremen Euphorie oder des extremen Pessimismus wird irgendwann die Ernüchterung im Markt wiederkommen. Und diese Ernüchterung führt zu entsprechenden Korrekturen. Wenn wir eine sehr starke Euphorie hatten, dann wird das Ganze sich wieder nach unten korrigieren. Wenn wir einen sehr starken Pessimismus haben, dann wird sich das wieder nach oben korrigieren. Ich möchte an dem Punkt auch einfach mal daran erinnern, dass wir im Oktober und November 2022 ganz öffentlich in unserem Newsletter, den wir monatlich verschicken, auf den jeder zugreifen kann, indem er sich einschreibt unter www.um-fund.com, haben wir ganz öffentlich bekannt gegeben, dass momentan ein extremer Pessimismus im Markt besteht, unter allen Anlegern, sowohl professionellen als auch Privatanlegern, und dass wir momentan extrem günstige Einkaufschancen für Aktieninvestitionen sehen. Und das war tatsächlich das Tief der Aktienmärkte. Und auf der anderen Seite, damals war ein extremer Pessimismus, andererseits sehen wir jetzt halt eine extreme Euphorie in dem gesamten KI-Thema, was die Märkte unheimlich bewegt und Dynamik momentan reinbringt. Aber wir werden halt vorsichtiger, weil jede extreme Euphorie wird irgendwann korrigiert, irgendwann kommt die Realität wieder nah, irgendwann kommt wieder eine gewisse Ernüchterung und dann werden diese Werte auch wieder auf ein Normalmaß zurückziehen. Und um das nochmal abzuschließen, diese ganzen extremen Divergenzen zwischen Technologieunternehmen und KI-Unternehmen im Vergleich zu der, ich sage es jetzt mal, Old Economy, ist enorm, weil die Marktbreite ist weiterhin nicht besonders gut. Das heißt, viele dieser wirklich soliden, fundamentalen, tollen Unternehmen sind noch gar nicht mal nachgezogen. Ja, wir haben uns ja bekannt zu Investitionen, zu zum Beispiel einer PayPal oder auch einer Nike, einer Disney, einer Medtronic aus dem Medizinbereich, einer 3M auch oder einer NextEra Energy aus dem Energiebereich. Und diese Unternehmen, die sehen wir alle fundamental sehr gut aufgestellt. Und wir sehen auch mögliche Risiken, gerade wenn man auch so auf 3M schaut oder PayPal, bereits eingepreist. Ja, diese ganzen Unternehmen haben aber noch nicht wirklich auf der Aktienseite richtig Fahrt aufgenommen, sondern werden weiterhin abgestraft. Irgendwann werden die nachziehen und da darf man einfach sehen, solche Unternehmen wie Nike, die einfach 50% unter dem Allzeithoch noch stehen oder auch Disney, die standen minus 60% unter dem Allzeithoch und immer noch minus 40 oder mit Medtronic minus 40%. Und das sind alles diese Unternehmen, die wir sagen,
fundamental wirklich, wirklich tolle Unternehmen. Lass uns die einkaufen. Lass uns das als Investor sehen, als langfristige Investition, als Grundinvestition in dem Fonds und lass uns die weiter begleiten mit unseren Optionen, aber auch auf der Aktienseite. Da sehen wir die Risiken deutlich reduziert im Vergleich dazu, als wenn wir jetzt in KI-Unternehmen nochmal richtig stark investieren. Ja, klar. Vielleicht auch für den Anleger nochmal zum Mitnehmen. Man darf nicht vergessen, du sagst gerade so schön 50% unter All-Time-High. Wenn wir die Medaille umdrehen, heißt das, dass das theoretisch Nike eine 100% Chance hat, um das alte Hoch überhaupt wieder zu erreichen. Habe gerade Zahlen von Nike gelesen vor ein paar Tagen, habe ja auch einen eigenen Podcast dazu gemacht, der in den nächsten Wochen auch mal veröffentlicht wird. Nike wird nächstes, übernächstes Jahr wahrscheinlich Rekordergebnisse haben, gerade wenn du Nike nimmst, dieses Jahr auch noch die EM, gerade Deutschland Nationalmannschaft übernommen, sozusagen von Adidas nach 77 Jahren, also da ist ja vieles gut und am Laufen, trotzdem immer noch vom Preis letztendlich halbiert. Ich ergänze noch vielleicht die Geschichte, dass wir uns vor ein paar Wochen auch darüber unterhalten haben über Nvidia. Du brachtest gerade KI und natürlich ist Nvidia ja der Wert, über den man immer reden muss. Wenn wir aber mal die letzten Jahre angucken, dann hat er halt auch ständig 50% Korrekturen gehabt. Und wenn wir heute überlegen, wir stehen bei 950 Dollar, dann heißt das 480. Siehst du die Gefahr wieder oder? Besteht immer die Gefahr, und das meinte ich mit dieser extremen Euphorie, eine Aktie, die letztes Jahr 240% gemacht hat und dieses Jahr nochmal knapp 100%, ist einfach für, nach meinem Verständnis bei den aktuellen Bewertungen, die wir dann auch fundamental sehen, eine extreme Euphorie eingepreist. Und irgendwann wird die sich korrigieren. Ich kann nicht sagen, ob das heute passiert. Ich kann nicht sagen, ob das nächste Woche passiert oder auch vielleicht erst in ein, zwei, drei Monaten. Aber das wird sich irgendwann korrigieren, weil irgendwann realisieren dann auch viele Anleger, dass eben extrem viel Positives eingepreist wurde. Und dann kommt das ein Stück weit zurück. Und ganz ehrlich, eine 50% Korrektur hat Nvidia so oft in ihrer Historie gemacht, das kann man kaum noch zählen. Und das wäre nichts Außergewöhnliches. Es wäre nichts Außergewöhnliches und vielleicht wäre es sogar auch was Gesundes. Und da stelle ich mir halt als Head of Trading oder Chief Investment Officer, wie man es nennen möchte, stelle ich mir immer die Frage, als Investor will ich doch jetzt nicht in so eine in Euphorie reingreifen und die versuchen weiter zu begleiten mit dem Risiko, dass ich mich vielleicht einer 50% Korrektur wieder aussetze. Da denke ich doch auch immer, und ich bin vor ein paar Monaten, vielleicht kleine Info für die Zuhörer, ich bin vor ein paar Monaten Vater geworden. Ja? Und ich denke da schon oft auch daran, was möchte ich denn, wie möchte ich für mein neugeborenes Kind investieren? Weil dann hört man einfach auf, von Monat zu denken, sondern denkt in Jahren bis Jahrzehnten. Welche Unternehmen möchtest du heute kaufen, damit sie einen entsprechenden Ertrag in Jahrzehnten auch wieder deinem Kind bringen können? Und das ist, glaube ich, die zentrale Fragestellung, die man sich bei diesen ganzen volatilen Märkten, diesen ganzen kurzfristigen Schwankungen immer wieder stellen darf. Was ist mein Value Investment dahinter? Und Und lass mich raten, für deine Tochter hast du im Moment kein Nvidia gekauft. Sie steht auf genau. dem Schirm bei dir, aber du wirst sie heute nicht kaufen. Es ist immer super, eine Beimischung in Technologieunternehmen zu haben, aber eine Nvidia ist für mich momentan einfach nicht kaufbar da oben. Auch nicht für Jahrzehnte Investment. Warum? Weil einfach das Risiko einer Korrektur meines Erachtens nach deutlich größer ist, als dass wir halt jetzt nochmal 100% drauflegen in kürzester Zeit. Es gibt andere Unternehmen, die sind deutlich attraktiver momentan. Ja. Ja, vielleicht muss man das auch wirklich für die Hörer nochmal ganz klar sagen. Du hast es schon eben erwähnt, 240% letztes Jahr, dieses Jahr schon 100. Wir reden also über 340% Rendite. Und du weißt bei mir, ich bin ja immer ein Freund von Wert und Preis, von Umsätzen, Gewinn, das muss ich steigern. 340% heißt, Nvidia hätte die Umsätze und Gewinne um 340% steigern müssen, damit das gerechtfertigt ist. Natürlich haben die irgendwie 30, 40% hingelegt, was ja schon für so einen Riesenkonzern gigantisch ist, gar keine Frage. Aber die anderen 300% sind halt noch nicht mit Umsatz und Gewinn hinterlegt. Und da muss man sich halt die Frage stellen, will ich auf diesen Zug noch aufspringen, klar. Es ist halt, Nvidia hat momentan eine relativ einzigartige Stellung am Markt mit bestimmten Produkten. Sie haben eine tolle Pipeline, sie haben einen tollen Ausblick. Es ist, sie haben guten Kundenstamm. Allerdings
sehr, sehr spitz aufgestellt, ja. Also die Microsofts, die Googles und die Amazon und so weiter, das ist im Prinzip der Kernkundenstamm. Und wenn der irgendwann mal gesättigt ist, dann stellt sich natürlich die Frage, wer kann in diesem Maße nachziehen, wie auch die vorigen schon, wie die großen Tech-Unternehmen dort schon eingekauft haben. Und wenn so ein Unternehmen oder also ein Kunde wie eine Microsoft dann einfach mal wegfällt, dann ist das ein Riesenbatzen an Umsatz, der auch wegfällt bei Nvidia. Und das wird momentan ein bisschen außer Acht gelassen und wird fast schon ignoriert, dass auch solche Risiken, solche Klumpenrisiken bestehen. Ja, und darauf achten wir natürlich schon sehr, sehr stark, wenn wir halt Investitionen tätigen. Klar. Ich würde gerne nochmal einen Vergleich so ein bisschen aufbringen. Letzte Woche hatte ich ja, oder vorletzte Woche hatte ich ja mein Money Machine Seminar und da hat mir ein Teilnehmer ein T-Shirt überreicht. Ulrich Müller ist besser als Warren Buffett. Das habe ich so Cool. ja nie gesagt, aus dem Zusammenhang gerissen war das aber so, weil es da eigentlich mehr um das Thema Vermögen ging und dass ich vielleicht mit meinem gewissen Alter heute mehr Vermögen habe als Warren Buffett tatsächlich. Und Berkshire Hathaway ist natürlich das, ja, Nonplusultra, kann man sagen. Vielleicht ziehen wir da mal ein bisschen Vergleich zu. Ich glaube, du hast da auch ein bisschen ein paar Dinge mal so rausgearbeitet, was, glaube ich, auch gerade für die Zuhörer interessant ist, wenn wir wieder über den Gedanken Value Investing gehen. Was waren deine Erkenntnisse? Ja, also erstmal tolles Kompliment, kann ich ja auch nur so bestätigen. Sehr, sehr, sehr cool. Freut mich, dass das dann auch bei den Seminarteilnehmern und deinen Umba-Teilnehmern so ankommt und dann auch so als Feedback gibt. Das ist wirklich klasse. Ja, der Vergleich zu Warren Buffett wird gerne gestellt und ich finde das eigentlich auch einen sehr, sehr schönen Vergleich, weil er für dieses Thema Value Investing steht. Und dafür stehen wir ja auch. Wir wollen Value Investments tätigen und die mit Stillhaltergeschäften begleiten, eine Zusatzrendite machen. Und letztes Jahr haben wir allein über Stillhaltergeschäfte fast 3 Millionen Euro extra eingenommen in dem Jahr, letztes Jahr. Also da kommt schon richtig, richtig was zusammen. Aber vielleicht, um auf Berkshire Hathaway zurückzukommen. Ja, er ist ein Value Investor. Allerdings darf man auch mal sehen, dass er schon seit Monaten, Jahren ein extremes Klumpenrisiko aufgebaut hat. Berkshire Hathaway ist Stand heute zu 45% in Apple investiert. Das heißt, wenn man Berkshire Hathaway kauft, kauft man eigentlich mit der Hälfte des Geldes direkt Apple. Und das ist per se die Definition von Klumpenrisiko. Wir in einem Fonds, in einem regulatorischen Produkt dürften so eine Gewichtung gar nicht mal aufnehmen. Wir dürften nicht 45% in Apple investieren, denn dann würde der Regulator sagen, das Risiko ist viel zu groß. Der Regulator setzt viel, viel niedrigere Schwellen. Eigentlich sollen wir pro Wert maximal 5% des Fondsvolumens irgendwo investiert haben. Ja, es gibt da ein bisschen Ausnahmen, man kann bis zu 10% in Einzelwerten gehen, aber niemals über 10%. Und Berkshire ist zu 45% in Apple investiert. Und dann kommt auch als zweite, dritte Position unheimlich groß direkt Bank of America und American Express. Und das Interessante ist ja auch ein Value Investor wie Berkshire Hathaway hat mit seiner Aktie auch ordentliche Drawdowns, also Rücksetzer hinnehmen müssen. Auch in 2022. Dort haben wir in dem Fonds, und damit bin ich nicht zufrieden gewesen, aber wir haben in dem Fonds ganz offen gesagt knapp 25% verloren. Und Berkshire Hathaway hat von dem Hoch in 2022 bis ins Tief 27% verloren. Auch ein Value Investor wie Warren Buffett muss solche Schwankungen hinnehmen. Und eine Corona-Krise hat auch 50%, 30% verloren, in der Finanzkrise 50%, ja. Und auch langfristig, wenn man sich das mal anschaut, das Chart von ihm, von 98 bis 2005 ist die Aktie eigentlich de facto nicht vom Fleck gekommen. Woran liegt das? Warren Buffett kauft Unternehmen, wenn sie günstig erscheinen, fundamental günstig erscheinen. Der Markt kann aber einfach auch noch eine Zeit brauchen, bis er diese günstigen Aktienkurse ebenfalls erkennt, dieses Aufholpotenzial dann auch nutzt und die Aktien entsprechend laufen. Und wir machen eigentlich relativ ähnlich auch das Gleiche mit Nike, Disney, ich habe es vorhin genannt, 3M, NextEra Energy, Medtronic sind alles so Unternehmen, wo wir sagen, das ist fundamental, sind das tolle Unternehmen, die möchten wir kaufen, die möchten wir halten im Portfolio. Und zusätzlich zu diesem Thema der Aktien bespielen wir das mit Stillhaltergeschäften, mit Optionsverkauf. Und
Das bringt uns einen zusätzlichen Cashflow. Dieser zusätzliche Cashflow ist in einem Produkt wie einer oder einer Aktie wie der von Berkshire Hathaway nicht vollständig abgebildet, aber bei uns eben. Und letztes Jahr haben wir die Hälfte unserer Rendite, ganz grob gesagt, haben wir allein durch Stillhaltergeschäfte gemacht. 3 Millionen Euro letztes Jahr allein durch Stillhaltergeschäfte eingenommen. Und ich glaube, das ist halt ein Riesenunterschied zu dem rein Value Investment Ansatz in Aktien. Wir machen auch Value Investment, aber wir begleiten es on top mit mit Stillhaltergeschäften, um einen Cashflow zu generieren, eine Zusatzrendite zu generieren. Und auch aus diesem Grund bin ich weiterhin davon überzeugt, und ich sehe das ja auch in den Zahlen im Hintergrund, dass wir 15% nach Kosten per anno langfristig erreichen können. Das ist meine vollste Überzeugung. Ja, ich glaube, das ist wichtig für den Hörer auch nochmal da mitzugenommen zu werden. Du sagtest gerade 3 Millionen über Optionsprämien, über Stillhaltergeschäfte. Beim 30-Millionen-Fonds sind das eben die 10%, die du schon gesagt hast. Und ich glaube, wenn man sich das auch überlegt, wenn man sich ja auch langfristig Aktienmärkte anguckt, vor allem aber auch den Gedanken Value Investing der Top-Werte, dann hast du ja Renditen, die liegen zwischen 9 in der Spitze, haben auch welche 15, 18, 20% im Jahr. Das ist vielleicht sehr hochgegriffen. Aber wenn man mal irgendwo 10, 11% nimmt für die guten Unternehmen und dann sich überlegt, wie viel Optionsprämien kassiere ich dazu, plus die Dividende, die wir im Fonds natürlich auch kriegen, dann kann man sich relativ klar auch ausrechnen, wie man auf solche Rendite kommt, dass man sagt, 15, 18, 20% können halt zusammengesetzt durchaus möglich sein. Ja, und natürlich sind wir auch schon ein sehr aktiv gemanagter Fonds, allein durch die Optionsseite, aber wir beschäftigen uns halt schon sehr, sehr, sehr intensiv auch mit dem Markt. Gehört ja auch dazu. Und momentan möchten wir einfach sagen, wir möchten Risiken vermeiden. Wir haben gerne einen konstant steigenden Fonds und einen konstant steigenden Anteilspreis. Momentan ist aber für uns nicht die Zeit, enorme Risiken einzugehen. Weil wenn ich jetzt schon lese, dass wir extreme Divergenzen einfach schon wieder haben zwischen Aktienmarkt und Rentenmarkt, zum Beispiel. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, der Rentenmarkt preist bereits Zinssenkung noch nicht ein, während der Aktienmarkt die schon längst eingepreist hat und deswegen so rennt. Wir haben weiterhin eine inverse Zinskurve zwischen den 2- und 10-jährigen oder 2- und 20-jährigen Staatsanleihen. Und das deutet historisch gesehen immer auf ein sehr hohes Rezessionsrisiko hin. Gleichzeitig haben wir eine extrem hohe Inflation. Und die Marktbreite im Aktienmarkt ist auch nicht besonders gut und wird sehr stark durch die großen Technologieunternehmen dominiert. Das sind alles Divergenzen, die für mich ein Stück weit rote Signale sind, dass man aufpassen muss, dass man jetzt nicht besonders hohe Risiken eingeht, die man später bereut. Denn Divergenzen zwischen dem Anleihen- und dem Aktienmarkt werden historisch gesehen üblicherweise immer irgendwann aufgehoben. Und man darf dabei nicht vergessen, viel größer als der Aktienmarkt ist eigentlich der Anleihenmarkt. Und allein aus diesem Grund heraus behält oftmals der Anleihenmarkt einfach recht. Das heißt, wir möchten momentan Risiken vermeiden. Wir sehen das nicht, dass dieses Mal anders ist. This time is different ist ein ganz bekannter Spruch an der Börse. Spätestens wenn der gesagt wird, sollten alle Alarmsignale losgehen. Selbst Warren Buffett hat es geschafft, in der Finanzkrise im Monat des tiefsten Aktienmarktstandes zu sagen, jetzt ist wirklich irgendwie alles schlecht, Pessimismus ausgestrahlt, alles schwarz gemalt. Was ist? Danach sind die Aktienmärkte einfach nur noch gerannt. Und genau diese Themen möchten wir beachten. Wir möchten schauen, dass wir nicht in einer extremen Euphorie, dass wir nicht in extremen Pessimismus uns davon treiben lassen und gleichzeitig, dass wir solche Divergenzen, die sehr, sehr fundamental sind zwischen Renten- und Aktienmarkt, beobachten und entsprechend auch managen in den Fonds. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb 2024 das Jahr noch relativ verhalten im Fonds ist, weil wir Risiken rausgenommen haben. Wir haben gesagt, wir gehen vermehrt in eine Cash-Position ein. Wir müssen natürlich regulatorisch allein schon Aktienpositionen halten. Ich habe vorhin ein paar genannt, die wir auch, wo wir uns wohlfühlen, die zu halten. Wir begleiten das weiter mit Stillhaltergeschäften. Und so nehmen wir dauerhaft Cashflow ein, können gewisse Schwankungen im Aktienbereich ausgleichen, haben unsere Cash-Position, unseren Hedge. Und so möchten wir jetzt erstmal schauen, wie löst sich diese Divergenz wirklich auf, anstatt jetzt enorme Risiken einzugehen. Ja, absolut. Ich glaube immer Safety First, das zeigen ja auch, glaube ich, die Zahlen, wenn man das mal ein bisschen auch vergleicht, gerade auch das Thema Volatilität. Vielleicht machst du da zum Ende nochmal ein Stichwort zu sagen.
Wie ist der Fonds im Verhältnis zu den Märkten? Und vielleicht, wie siehst du noch 2024? Wo glaubst du, vielleicht könnte die Reise so ein bisschen hingehen? Ja, sehr gerne. Ich denke, 2023 ist ein tolles Beispiel dafür. Die Marktbreite, ich habe es vorhin gesagt, hat in Euro gesehen eigentlich nur knapp 8% gemacht. Also der S&P 500, der gleichgewichtete S&P 500. Dabei hat der enorm Schwankungen unterlegt. Ja, das ist wirklich ganz, ganz signifikant gewesen. Und ich habe das in unserem Webinar, das auch öffentlich einsehbar ist, in unserem Archiv auf der Webseite, habe ich das Ende Januar beschrieben und auch auf dem Chart aufgezeigt, wie stark eigentlich die Schwankung war und im Vergleich, wie schön konstant auch der Fonds einfach hochgelaufen ist. Und das ist, glaube ich, unsere Ambition oder das ist unsere Ambition, das ist unser Wunsch, dass wir einen konstant steigenden Fonds haben. Und genau aus diesem Grund haben wir auch momentan gesagt, wir gehen einfach diese Risiken, die da vorhanden sind, unserer Meinung nach im Markt gerade nicht ein. Wir laufen dem nicht hinterher, sondern wir möchten die Divergenzen aufgelöst sehen. Und 2024 wird mal wieder ein extrem spannendes Jahr. 2024 ist das Jahr der US-Präsidentschaftswahlen. Das sind tendenziell positive Jahre für die Aktienmärkte. Gleichzeitig würden wir, wenn man sich zum Beispiel den Dow Jones anschaut, jetzt gerade in eine Saisonalität der Schwäche reinlaufen. Das heißt, jetzt sind ja eigentlich erstmal 1, 2, 3 Monate Schwäche in den Aktienmärkten, saisonalitätsbedingt in Präsidentschaftswahlen Jahren zu sehen. Und auch sowas beachten wir natürlich. Ich bin kein Fan davon, Crashs vorherzusagen oder extremen Euphorie. Grundsätzlich denke ich, momentan ist der Aktienmarkt ein Stück weit überbewertet. Wir sollten idealerweise eine Korrektur sehen. Ich meine jetzt keine 30% Crash, sondern einfach eine gesunde Korrektur. Und das kann durchaus auch in den Indizes mal schnell 10 bis zu 10% sein. Auch das ist noch absolut gesund. Und dann haben auch die Märkte wieder eine gewisse Chance, Divergenzen aufgelöst zu haben, neues Potenzial zu entfalten und dann auch einen schönen Aufwärtstrend vielleicht zum Ende des Jahres auch wieder aufzubauen, mitzunehmen und weiterzuentwickeln. Das ist momentan meine Einschätzung. Gleichzeitig, ich bin natürlich extrem nah am Markt. Ich schaue jeden Tag sehr intensiv im Detail den Markt an und beobachte das sehr genau. Das kann sich sehr, sehr schnell ändern, so eine Einschätzung, je nachdem. Da braucht nur wieder ein extrem ungewöhnliches Einzelereignis draußen geschehen. Dann verändert sich diese Sichtweise. Insofern immer mit Vorsicht zu genießen, solche Prognosen, insbesondere in den letzten Jahren, waren Prognosen nicht besonders werthaltig am Ende. Auch die großen Banken haben eigentlich konstant immer falsch gelegen mit ihren Analysen. Und deswegen möchte ich diesen kleinen Disclaimer noch einbringen. Ich bin insgesamt positiv gestimmt, aber jetzt kurzfristig sollten wir einfach ein Stück weit nochmal einfach runterkommen. Das wäre gesund. Ich glaube, am Ende gibt es ja auch nur die zwei Möglichkeiten, wie man so eine Überbewertung abbauen kann. Auf der einen Seite kann es eben eine gewisse Korrektur geben. Bin ich bei dir, auch das darf man als Börsianer mal wissen. Jedes Jahr gibt es eigentlich zwischendurch mal 10, 15%, wo es runtergeht. Das haben wir eigentlich ja wirklich jedes Börsenjahr. Und auf der anderen Seite, na klar, Unternehmenszahlen waren nicht ganz cool. Das heißt, wenn natürlich die Gewinne und die Umsätze auch dementsprechend wachsen, dann läuft das beides so ein bisschen aufeinander zusammen. Vielleicht, Alex, gebe ich dir das letzte Wort noch, weil wir langsam zum Ende des Podcasts kommen. Was würdest du so als vielleicht kleinem Statement, Fazit, wie auch immer, einem Investor an der Börse mitgeben? Wie wird man vielleicht erfolgreich beim Investieren? Ja, ich glaube, man darf sich einfach bewusst machen, dass Aktien immer ein Berg- und eine Talfahrt ist. Es gibt immer Schwankungen. Und für diese Schwankungen, die Schwankungen auszuhalten, wird man ein Stück weit bezahlt. In der Historie haben wir einfach gesehen, dass Aktienmärkte eine deutlich bessere Rendite geliefert haben als andere Anlageformen. Und genau dieses Mindset darf man sich momentan auch vergegenwärtigen wieder. Es gibt Hochs, es gibt auch Tiefs. Solange insgesamt ein solider Aufwärtstrend gestartet ist, ist das sehr, sehr gut. Und das Thema, was ich vorhin aufgemacht habe, nochmal aus der Perspektive zu denken, wie würdest du für dein neugeborenes Kind investieren? Möchtest du Kamikaze spielen und hochvolatil in extrem gestiegene Technologieunternehmen investieren? Oder möchtest du eher sagen, ich gehe auf fundamental immer noch sehr günstige Unternehmen,
Eventuell brauchen die einen Ticken länger noch, um den Markt wieder aufzuholen und wieder auch richtig an Fahrt zu gewinnen. Aber solange ich dann diese Unternehmen im Portfolio habe, fühle ich mich sehr, sehr wohl, gehe nicht allzu hohe Risiken ein. Und gerade jetzt in deiner Börsenfamilie mit den Strategien, die du anbietest, die du ja auch schulst, weiß ja auch jeder, dass eine Aktie, die mal vielleicht seitwärts läuft oder erstmal noch nicht diesen Aufwärtstrend wieder aufgenommen hat, auch weiter mit Optionen bespielt werden kann und zusätzlich Cashflow generiert werden kann und da zusätzlich Rendite. Also mein Appell ist, denk immer als langfristiger Value-Investor, denk immer an dein neugeborenes Kind. Wie würdest du für das investieren? Was würdest du dir da wünschen? Und kombiniere das doch einfach mit tollen Strategien, ob wir die jetzt zum Beispiel in einem Fonds anwenden mit Optionsstrategien oder auch selbst über das Seminar, was Uli anbietet, kannst du das ja auch lernen und dann anwenden. Es gibt diese Möglichkeit, Zusatzrendite zu erwirtschaften und dann begleitet das doch stetig langfristig mit einer soliden und guten Basis. Sehr cool. Alex, ich sage vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Wir haben wieder etwas länger gebraucht als geplant, aber das ist ja bei uns beiden normal. Das ist alles fein. Ich hoffe, dass du als Zuhörer wieder ein bisschen was mitnehmen konntest über die Märkte, worauf es gilt, es auch zu achten. Wie tickt vielleicht unser Chief Investment Officer? Und ja, liebe Grüße nach Frankfurt, Alex. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis ganz bald. Dankeschön.